Na, wir wieder. Heute steht an, den Electrolyzer umzusetzen. Der Electrolyzer versteckt sich hier hinter. Ja, ich habe hier auch wieder einen Hopper raufgelegt, um die Steel Leaf Sachen aus dem Twilight Forest. Ich tue mich ja zwischendurch in den Dungeons aus, wie man Anfang des letzten Videos sehr dramatisch sehen konnte. Und da kommen halt recht viele von den Steel Leaf Rüstungen und Steel Leaf Schwertern und so weiter bei rum. Unter anderem aber auch interessante Sachen, die ich nicht schredder. Das Ding hier mit Elder Wisdom 5 und Eldritch Bane 5. Und Autosmelt, aber Autosmelt auf dem Schwert ist egal. Elder Wisdom sollte dafür sorgen, dass wir mehr Aspekte bekommen, wenn wir Dinge töten. Das heißt, wenn wir später mit Magie anfangen, ist das quasi so eine Art Tutorial-Schwert für uns dann. Müssen wir schauen. Jetzt aber den da hinten raus. Magnet war an, ne? Ja, okay. So, wir brauchen dann noch einen Basic Banner. Das sollte ich mir aber noch genauer angucken. Also die Hydrogen Cells, genau, das sind die, die wir jetzt auch gerade bekommen haben. Ich mache zwischendurch jetzt Sauerstoff hierfür. Die kommen am Ende raus. So, die hätten wir gerne leer. Embla, Quantum, Dehydrator. Fluid Canner. Okay, also Fluid Canner definitiv und nicht das andere Ding. Hatten wir nicht mal ein paar zu viele von sowas gebaut? Und ich hatte es kombiniert zu so einem komischen Ding, dass man einfach gar nichts benutzen konnte. Fluid Solid Canning Machine, genau die. Aber die wird dann auch wieder nicht funktionieren. Die hat nur sehr spezifische Sachen, ne? Ja. Ja. Nö, dann haben wir keinen davon über. Okay, also eine Fluid Canning Machine, bitte. Fluid Canning. LV. Wir haben kein Glas. Wir haben definitiv kein Glas. Hab doch bestimmt, das ist Chrom, das ist kein Glas. Salz. Ich habe ein klitzekleines Déjà-vu. Genau, der Block ist noch drin. Wir brauchen nur. Okay, Zeit für Münzen. Also inzwischen ist Glas relativ einfach herzustellen. Einfach nur eine Weile Flint schreddern und dann Quarzit, Dust und all sowas. Aber wir haben heute viel vor, also hätte ich gerne 50 Explorer Coins. Und wo wir gerade dabei sind, noch 5 davon. Ich weiß nicht wofür. Kann man ja mal ins Inventar nehmen und dann. Oh, da sind ja Dioden. Ich weiß ja gar nicht, wo die herkommen. So. Da. Okay. Glas ist auf dem Weg. Wollte eigentlich noch mehr Circuits vorbereiten. Dafür ist das Soldering Alloy hier. Das hat man schon mal gecraftet. Ich habe es halt nur nicht flüssig gemacht bisher. Und dann Circuit Assembler. Du brauchst Red Alloy Wire, Resistor, Vacuum Tubes und Circuit Boards. Wir haben nicht so super viele Circuit Boards, das ist schade. Die Resistor gehen auch so. Vacuum Tubes haben wir genug. Und Red Alloy Wire. Da, also ein paar sollten es werden. So, welche Hausnummer wollte ich schon sagen? Wir arbeiten mit. Roten Soldering Iron ist auch überall ein Setting. Ja. Dum, 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 dum. Jo. Nebenbei vielleicht noch ein paar von den Brettchen herstellen. Eine Coated Boards. Ah, und die gehen auch nicht in den Assembler? Man euch.
Ach, die Geschichte war das mit dem Refined Glue. Ja, das war aber nicht wirklich so super. Nee, nee, ist okay. Mach hier die komischen Bretter Schleim. Also wenn kein Schleim da ist, ne? Ich kenne da einen Dungeon, wo so viel Schleim rumläuft. Genau, alles rein damit. Bau rote Dinge. So, einen ganzen Stack davon. Nimm das. Wir werden nicht genug Kupfer haben, aber ist okay. Setzen wir den Miner einfach demnächst auf eine Kupferader. Draht machen wir daraus schon mal für die nächste Runde. Du bekommst die. Als nächstes gehen die Resistor aus. Und wir haben schon, ne? 8 Electronic Circuits. Ich liebe die Progression in Crytek. Da. Okay, Glas haben wir jetzt auch. Den Rest können wir trotzdem mal durchlaufen lassen. Und Basic Fluid Canner. Da gibt es auch keine komischen anderen. Nein. So, wir haben den Electrolyzer, wir haben die Basic Fluid Canner. Wir bräuchten jetzt noch zwei große Tanks. Die anderen Tanks habe ich mal umgeschoben hierhin. Hier haben wir den kleinen, Medium. Das sind alles noch die ganz alten, die im Boden waren vorher. Da habe ich jetzt ein bisschen Ramsch reingetan. Sollten wir auch alle später ersetzen, aber... Ja, gerade hier das Stickstoff sollte eigentlich in den größeren Tank, weil das sammelt sich sonst. Sollten noch eine sinnvolle Verwendung dafür finden. Aber ich denke, das kommt erst, wenn wir mehr MV-Sachen aufgebaut haben. Und hier oben ist der Wasserstofftank. Den können wir noch direkt nehmen. Ja. Wir können die nicht einfach so in Maschinen stecken, ne? Also wir können jetzt nicht sagen, hier... Also Wasserstoff passt jetzt hier nicht rein. Müssen wir mal testen. Habe ich Sauerstoff noch? Nee. Also ich gehe aber stark davon aus, dass es nicht wie eine Zelle funktioniert. Das wäre ein bisschen zu krass. Genau, also wir brauchen noch ein High-Voltage-Fluid-Tank. Dafür brauchen wir Darksteel und Aluplatten. Darksteel-Platten habe ich schon mal hier reingetan, ja. Aluplatten sind leider drüben. Mach gleich mal... Vier Tanks. Mal gucken, ob das aufgeht. Man merkt übrigens die Umweltverschmutzung inzwischen wieder. Da wir jetzt die letzten Folgen ja doch öfters mal wieder Stahlprobleme hatten, habe ich halt die Öfen hier unten wieder ordentlich befüllt. Mit Kohleblöcke diesmal. Ich habe den Miner nämlich einfach auf eine Kohleader gesetzt. Und zwar die da. Und es kommt echt viel Kohle raus. Also der Miner ist super. Also... Natürlich geht er besser. Ich habe ja auch schon eine Ader markiert als depleted. Die Gold. Also da geht man einfach mit der Maus drüber und drückt Del oder entfernen. Allerdings ist sie nicht wirklich depleted. Weil unser Miner macht ja nur 17x17. Und die Adern sind meistens größer. Also sollte man es eigentlich erst richtig aufziehen und Sachen deleten, wenn man die nächste Stufe von Miner hat. Und da soll es wohl eine MV-Variante geben. Als ich nach Miner geguckt hatte, habe ich halt nur LV und HV gesehen. Na hier, gut, meiner. Ja. Ja, später. ist aber eine Maschine, die vollkommen unabhängig ist von Stromversorgung und dergleichen. Das heißt, wir könnten theoretisch dahin pushen und das Ding dann einfach mit irgendwelchen kleinen Batterien füllen. Oder eine. Von einem MVG. Ja, okay, es dauert ein bisschen. Aber ja, der sollte eine größere Reichweite haben. Was steht da? 33x33. Fast doppelt so viel und hat einen besseren Fortune-Bonus. 33 mal 33. Das reicht trotzdem nicht für einen Chunk. Also nicht, wenn man sie in die Mitte setzt. Eventuell macht man ein bisschen links einmal, ein bisschen rechts einmal, je nachdem wie die Ausrichtung ist. Aber mit dem Jetpack zu prospekten ist so angenehm. Du fliegst einfach rum, gehst genau zu diesem blauen Strich im Himmel mit F9, F9, F9. Gräbst gerade runter, weil selbst wenn Lava da ist, fliegst du einfach wieder hoch und dank dem ganzen Essen haben wir genug HP. Dann tippst du einmal gegen das Erz und fliegst weiter. Das ist nicht wie damals, wo man mit den zwei Blöcken arbeiten musste und dann sich wieder hoch dort peilen und
Und die Maulwurfsgänge nutzen. Nee, 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 nee. Das geht richtig schön schnell. Also können wir es uns ruhig leisten, so ein paar Adern nur so halb leer zu machen und dann woanders hinzugehen. So, wo war ich? Genau. High Voltage Fluid Tank. Was fehlt? Die Steel Fluid Pipe fehlt, hä? Das ist wieder so ein MV-Extruder-Ding. Das muss ich mir gar nicht angucken. Das weiß ich doch schon. Ich kenne noch meine Pappenheimer. So. Du sollst dahin Shift klicken, bitte. Dankeschön. What the? Oh, die Vacuum Tubes. Ja, ich bediene mich mal hier kurz. Stimmt. 3. Eigentlich mit 4 gerechnet. Wo fehlt da noch? Was? Oh, ich ich habe die teuerste Komponente nicht beachtet. Ja, wir haben gerade die MV-Pumpen verbraucht, die wir aus der Questbelohnung bekommen haben. Schön. Schön. Das ist immer super, wenn Leute, wo die Stimme so plötzlich ganz hoch geht. Ja. Na gut, wir haben definitiv genug Tanks. Wir brauchen aber nur... Ich krieg. Genau, den... Da ist ja schon Hydrogen drin. Da kommt dann Sauerstoff rein und fertig. So, nächster Schritt. Wir müssen... den Sauerstoff in den Tank bringen. Oh, wir können das Ding super kompakt bauen, ne? Ja. Es sind eigentlich nur 5 Blöcke, oder? Ich wollte sagen, wir sollten jetzt noch Rohre holen und hier und da, aber es geht eigentlich. Nehmen nochmal ein Conveyor-Modul mit und eine Pumpe. Nur falls wir da auch noch irgendwas exporten müssen. Ich denke, das wird alles mit Auto-Export funktionieren. Kabel. Ja. Da würde ich mal ganz gerne gucken. Wir sind jetzt ja langsam, ne? Hightechiger als LV. Das ist so ein Mischding aus LV und MV. Was wir da für Kabelalternativen haben. Kupferwischen MV. Kupronickel. Ist ebenfalls MV, Max Amperage 2. Da passt einfach nur mehr Amp durch. Hat aber einen Loss von 3, der hat einen Loss von 2. Ink, Loss 1, Soldering Alloy, Loss 1. Ich suche eigentlich was lossless, also was keinen Verlust hat in LV. Das geht hier immer höher, ne? Ich glaube, es ist schon einigermaßen sortiert. Also eins ist jetzt nicht wirklich viel. Ne? Sollte alles okay sein, aber nur so zur Info. Da schaue ich mich mal einmal um. 7 Tin-Kabel sollten reichen. Gut, dann basteln wir nochmal. Also, wo kommt das gute Stück hin? Ich habe ja gerade gesagt, das sind nur 5 Blöcke anscheinend. Das heißt, wir können das echt kompakt einfach so hier in die Nische reinbauen. Wir wollen ja auch noch einen Wassertank haben für die Küche, damit die Küche endlich mal ordentlich versorgt ist. Das heißt, wenn wir eh von oben Wasser runterholen, würde das da Sinn machen. Weil ja, wir brauchen auch Wasser, um Wasser zu elektrolysen und ich wollte das nicht hier hintragen. Dann bauen wir doch auch noch fix den Wassertank. Da brauchten wir direkt Resin für, ne? Der war nicht so nett und meinte, dass man auch Schleim benutzen kann. Water... Tank Siding. Ah, doch, geht. Da brauchen wir die Blöcke, ganz viel Holz und... Für Stahl benutzen? Nee, komm, Eisen. Wobei, bei Eisen geht wieder nur... Bei Eisen geht nur Resin. Haben wir noch Sticky Resin von irgendeinem anderen Rezept über? Ja, 33 reicht. Dann ganz viel Holz. Weiß nicht, ob das reicht.
Müssen wir es essen? Gib mir Chili Poppers. Klingt gut. Strawberry Ice Cream zum Abkühlen. Jelly. Na, ist alles nur Kleinkram. Das wird kein Herz. Oh, Strawberry Jelly Sandwich. Ja, ich habe angefangen, das hier so ein bisschen zu sortieren. Und versuche es aufzufüllen. Ist aber harte Arbeit. Vor allem die Übersicht zu behalten. Und die verschiedenen Jellies dann auch hier hin zu tun, dass wir jederzeit jedes Sandwich herstellen können. Ufu Regal. Hier ist das erste Honey Drop aus den roten Bienen. Das kann man nämlich nutzen für diverse andere, also zählt als Farbstoff. Das heißt, theoretisch müssten wir auch alle anderen Farbstoffe hier runterbringen für sowas wie den Epic Bacon und Streuselkuchen und sowas alles. Oh, das habe ich richtig lange nicht mehr gegessen. Ja, jeder, der das noch nicht gegessen hat, ich kann es nur empfehlen. Es ist super kindisch, es ist albern, aber es ist eine interessante Erfahrung. Einfach ein Toastbrot nehmen. Es muss nicht mehr getoastet sein. Butter drauf. Und dann diese bunten Streusel, die man normalerweise auf Eis tut, einfach darauf. Ich glaube, es ist in Dänemark auch eine große Sache. Ich glaube, da habe ich es her. Ja, einfach mal machen. Irgendwann einmal im Jahr einfach machen. Ist toll. So. Genau, also Farbstoffe sollte ich auch noch reintun. Jetzt habe ich mich so echauffiert über das komische Essen. Ich brauche noch mehr. Und dann machen wir den Wassertank und dann holen wir das Wasser runter und dann bauen wir Electrolyzer auf. Das wird eng. Du. Strawberry Juice. Taktisch essen. Ja, dich zuerst. Bling. Kein Bling. Zwei Herzen. Komm schon. Warte, der Juice. Ey. Ah, ich hab den Mann. Vielleicht kann man ihn ja weiter verkochen. Ich denke nicht. Da gibt man noch eine Sache, die. Hier, Strawberry Milkshake. So, und die ganzen anderen Komponenten können mal wieder in ihre entsprechenden Kisten, sonst wusel ich mich hier zu Tode. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Okay, also Water Tank. Genau, benutzt bitte Eisen und kein Pickiron. Wir brauchen, war das Ding hohl? Nee, ne? 3x3 ist 9, 27 brauchen wir, wenn es nicht hohl ist. Was fehlt denn da? Eisenstangen wahrscheinlich, ja? Gib mir Eisenstangen, wir machen es oldschoolig, damit es schnell geht. Inzwischen haben wir ja auch ordentlichere Pfeile. Ging es wirklich daran oder war es irgendwas anderes? Woodplanks willst du benutzen? Nee, nee, nee. Hier, mach ordentliche Sachen draus. Das kam derweil schon mal wieder zurück. Noch immer schön ein bisschen springen und rumrennen, damit wir Hunger bekommen, das Herz bekommen. Okay, das wird langsam gehen in dem Tempo. Ich ersetzen durch ...20. Können auch einfach. Warte. Die stecken nicht. Hast du irgendwo ganz buckliges Holz für mich? Hier. Nimm das. Steve, hau es mit der bloßen Handkante auf. Den ganzen Ramsch weg. Rin, rin. Bam. So. Sogar in seine Hammer zerschlagen. Dann haben wir das Zeug hergestellt. Und ja, es ist zu viel, aber wir können es für den zweiten benutzen. Okay. Dann Wassertank ist okay für den. Da versteckst du dich. Also in der oberen Ecke. Das heißt, entsprechend wäre es hier in der unteren Ecke. Genau andersrum. Für mich, ich weiß nicht, irgendwie drehe ich die Kamera hier immer. Hier drunter müsste auch die Küche sein, ne? Das passt. Heißt, wir setzen dich hier hin.
glaube, der war doch wohl, oder? Wollen wir erstmal holen. Ja, war wohl. Okay. Ich hätte ihn später bauen sollen. Wo genau? Warte. Musste mal kurz weg. Wo genau kommt das jetzt runter? Also hier könnten wir jetzt den Anschluss machen für unsere Electrolyzer-Geschichte. Ja, dann einfach hier durch die Wand. Ja. So, wie viele Blöcke sind das bis zu dem Wasserdingens? Also mit dem mitgezählt. 1, 2, 3, der vierte. 1, 2, 3, vierte. Kann man ihn da schon sehen? Sink, ja. Small Steel Flute Pipes sind da eigentlich ziemlich übertrieben. Haben wir irgendwo Holz? Wie sich geizig wäre oder so, ne? Aber. Mehr. Wood. Pipe? Muss ich wieder das scrollen, ne? Wood. Ach, Wooden vielleicht? Ja. Wooden Flute Pipe. Wirklich viel mehr kommt da auch nicht durch, als die Mengen, die dann gegeben werden. Hatten wir eventuell auch schon irgendwo rumliegen, aber so muss ich es nicht suchen. Und ich... ja, das ist okay. So. Runter. Fluid Pipe. Einmal an dich ran. Achso, wir müssen es jetzt auch... Irks. Wir müssen es jetzt ja auch anschließen. Wo ist meine Wrench? Gib mir meine... Die. So. Kann man das von hier aus überhaupt sehen? Ich muss denn kurz hier auch was wegschlagen. Hallo, Erd. So, jetzt wärst du angeschlossen. Das kann wieder zu. Der Block ist jetzt über. Kannst du deinen Freunden? Ran. Das schließen wir später von der anderen Seite. Ach ne, hier müssen wir ja auch raus, ne? Ja, dann kannst du hier schon mal einen Wasseranschluss dafür machen. Ich glaube, die Ecke bleibt auch so, wie sie ist, ja. Diese kleine Einbuchtung an der Ecke von der Küche. Wenn ich mich recht erinnere. Passt schon. So, dann. Und jetzt einfach nur mal springen und Shift. Ich nehme Maustaste, ne? Ja. Und jetzt dich. Habe ich dich gerade hochgemacht? Ich glaube. Also von hier aus nicht sehen. Also ich wollte den Eingang von dem Block aus nach oben in meine Richtung machen. Damit, wenn ich gleich den Tank hinbaue, dass er angeschlossen ist. Sollte okay sein. Wärmesnacht. Okay. So, er funktioniert und er verliert Wasser, also ist das unten ordentlich angeschlossen. Gut. Du wirst später auch wieder abgedeckt. Also ja, ich weiß, er macht weniger Wasser, aber dann sieht man das auf der Karte nicht. Prioritäten und so. Eventuell könnten wir irgendeine Half-Slap benutzen. Ich weiß nicht, ob es einen Anti-Block Half-Slap gibt. Weil Half-Slaps blocken halt kein Sonnenlicht und alles andere, was solche Mechaniken angeht. Was ein bisschen komisch ist, aber hey, Minecraft. Ganz da rein. Ich denke, damit können wir jetzt... Lass mal checken, ob mit der Küche alles okay ist. Das wäre ja schon mal ein Häkchen, ne? 12,8.
Das ist, ja, 12.846 und ein Tick ist langsam hoch. Und so super häufig benutze ich das ja auch nicht. Das ist okay. Das hier sieht noch ein wenig verstörend aus, aber das machen wir später weg. Strom. Also hier habe ich jetzt den Wasseranschluss hingestellt. Ich habe nicht drüber nachgedacht, wie wir das Ganze mit Strom machen. Was jetzt vielleicht nicht so eine tolle Idee war. Yeah. Wir könnten von hier aus eine Ölleitung einmal rüberlegen. Und den hier einen kleinen Generator hinbauen. Bei den Kenner müssen wir ja auch mit Strom versorgen, ne? Es ist keine Großanlage. Ne, ich mach's nur mit Batterien. Ich hab gerade überlegt. Also es ist keine Großanlage. Wir wollen... Oh doch. Ich hätte es eigentlich hier hinbauen sollen. Okay, ich sollte meine Gedankengänge vielleicht erklären. Ihr könnt sie nicht telekinetisch erfahren. Also, ich habe mir überlegt, hey, hier wollen wir einen Wassertank hinbauen. Hier ist die Küche, die braucht Wasser. Also ist doch toll, wenn wir es einfach hier hinbauen. Gut, haben wir jetzt so gebaut. Dann nächster Punkt war die Energieversorgung. Das ist ein bisschen tricky, ist die herzubekommen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, in welchem Maßstab das ganze Ding denn überproduzieren soll. Und dachte ich, ach, das ist ja nur ein bisschen für den Eigenbedarf. Wenn wir ab und an irgendwelchen Rezepten mal Sauerstoff brauchen, können wir hier hingehen, den Tank anzapfen und gut ist. Aber so sollte man nicht unbedingt denken. Also das kann man machen, ja. Eventuell mache ich es auch mit einer separaten Kleinanlage. Aber wir sollten auch eine Anlage haben, die wirklich durchgehend Sauerstoff produziert für den EBF. Oder die EBFs, das sollen ja zwei später sein. Ja, und das macht halt wenig Sinn, sowas da hinten aufzubauen. Aber hier haben wir ja auch Wasser. Sogar je nachdem, wie wir die Rohre hier legen, weil wir brauchen die Steamanlage ja nicht mehr, haben wir sogar mehr Wasser als drüben. Heißt, das hier hinzubauen klingt gar nicht mal so schlecht. Außerdem haben wir hier auch gleich den Ölanschluss mit Strom und allem. Das sollte okay sein. Ja, also Planänderung. Der Electrolyzer kommt jetzt hier hin. Ich baue ihn noch ein bisschen mit Abstand zu denen, dass wir sie notfalls noch nutzen können. Also, vielleicht auf einen Block erhöht, hm? Dass wir mehr Anschlussmöglichkeiten haben. So, Electrolyzer, du bist das Kernstück. Du brauchst Wasser. Habe ich die Rohre gerade weggelegt, ne? Da. Geht jetzt hier auch von beiden Seiten Wasser. Hallo? Das kommt bei dir auch rein. Kommt bei dir auch rein. Gut. Nächster Punkt, der mir gerade auch noch einfällt. Da wir ja mit Zellen arbeiten, müssen wir die Zellen aus dem Kenner, also die leeren Zellen aus dem Kenner auch wieder in den Electrolyzer reinstupsen. Ja, das macht das ganze Ding dann doch nochmal interessanter. Ich wollte das Mini-Projekt hier schon abtun am Anfang der Folge. Mit, das ist ja gar kein wirkliches Projekt. Das sind ja einfach nur vier Blöcke hinbauen und fertig. Aber nee, da sind noch ein, zwei Stolpersteinchen. Also, Wasser hast du jetzt von unten. Strom machen wir dann von hinten. Kann ich schon mal andeuten. Und dann, das Ganze geht raus. Ich muss auch bedenken, der Sauerstoff soll sowohl hier nach oben, zu dem EBF, als auch da nach oben zu dem zukünftigen EBF. Das heißt, Sauerstoff sollte auch schon ebenfalls hier so einigermaßen mittig sein. Wasserstoff können wir dann oben machen. Dann haben wir dazwischen auch einen Block Abstand für eventuellen Kabelsalat später. Dann nehmen wir jetzt den leeren Tank. So. Also wir könnten ihn auch direkt ranbauen, ne? Fällt mir gerade ein. Also wir können ihn direkt ranbauen, dann wäre der Output. Also
Also wir können hiermit hier einstellen, wohin der Output führt. Momentan ist der Output nach Süden. Also nach da. Man kann aber nicht unterscheiden zwischen Item-Output und Flüssigkeits-Output. Und wenn ich jetzt hier Item-Output in die Richtung mache, dann schmeißt er mir auch die Wasserstoffzellen da rein. Das will ich ja nicht. Heißt, ich arbeite jetzt hier doch mit einer Pumpe. Das heißt, wir hauen dich da rein, dann bräuchte ich einen Schraubendreher, richtig? Gib mir dich. So. Machst gerade gar nichts. Kann man die nicht einstellen mit irgendeinem Menü? Okay. Gucken wir mal. Vielleicht geht es nur bei den MV-Sachen. So, und dann machen wir den Ausgang für den Kenner hier. Macht dann die Stromversorgung auch einfacher. Was macht mir übrigens sehr viel Spaß. Dieses Rumgehopse auf verschiedenen Maschinen, um dann noch irgendwo ranzukommen und ganzen Kabelsalat zu durchschauen. Erstmal weg. Daran. So, okay. Item Output Facing steht jetzt unten rechts. Auf ab. Das heißt, er sollte jetzt Auto Output, Fluid Output. Okay. Item Auto Output. Das heißt, die Cells mit Wasserstoff. Sollte einfach eine Batterie reinschmeißen, ne? Ja. Gib mir eine Batterie. Um zu testen, ob das alles so funktioniert, wie ich sage. Zip. Und ja, du brauchst die Industrial Craft Zellen, ne? Und irgendein Setting. Wasser in Electrolyzer. 3. Arbeitet relativ langsam. Oh, stimmt. Ich sollte daran denken, das ganze Setup expansiv zu gestalten. Aber das sollte hier passen, ne? Also erstmal können wir das Ding später durch ein MV, HV, was auch immer setzen. Und wir können einfach in Ost-West-Richtung noch einen ranbappen. Und dann einfach von dem, simuliere mal, bauen hier noch einen ran. Dann kommt hier einfach ein Fluid-Output mit einem Rohr zu dem Tank. Auf der Seite hier das gleiche. Block hin, Fluid Output zu dem Tank. Und dann die Item Outputs von den zukünftigen Electrolyzern, die gehen einfach nach oben in ein Item Rohr und gehen dann auch zu dem einen Kenner. Je nachdem, ob er hinterherkommt. Wenn er nicht hinterherkommt, dann halt jeweils einen eigenen Kenner oder was auch immer. Aber ich denke, einer sollte für eine Weile reichen. Ist da noch ein Haken? Ja, die Cans müssen auch wieder zurück, nachdem sie entcannt wurden. Heißt, wir nehmen jetzt von dem Basic Fluid Canner. Also bin ich gespannt, ob es so funktioniert, wie ich denke. Der Gegenstand, der Electrolyzer, hat ein Item Output nach oben. Der Basic Fluid Canner, mache ich einfach ein Item Output nach unten. Muss mir nicht absichtlich schwerer machen. Ich wollte jetzt schon ein Conveyor-Belt hinbauen und habe mir überlegt, ob das vielleicht ja nicht aufgeht mit den zukünftigen Sachen und dass dann die Seitenteile von dem Electrolyzer blockiert werden und bla. Nö. Okay, es funktioniert nichts. Fluid Output. Nein. Wir hatten nach oben, ne? Nach oben Item Output. Er wird nicht ge-Item Outputtet. Das ist kurios. Und die Pumpe macht auch nicht, was sie pumpen soll. Ich brauche mein Brecheisen. Brecheisen. Damit kann man die Cover wieder entfernen.
Oder in dem Fall jetzt die Pumpe. Irgendwie einstellen. Facing South. North. Also er hat gerade Wasser... Nee, hat er nicht. Hat er immer 2000, ne? Also wir könnten es einmal switchen. Oh, der viel Strom verbraucht. Wir könnten es einmal switchen und sagen, okay, mach jetzt... Ich hole jetzt mal wieder alles raus. Da. Ich mache jetzt bei ihm Output nach Norden und sage dann Fluid Output. Den macht er nicht. Okay, lasst mich ein bisschen hier dann rumtüfteln und ich erkläre dann gleich, was ich rausgefunden habe.